Noch einmal guten Abend und herzlich willkommen. Die Band wurde schon vorgestellt. Ich mache das trotzdem noch mal von links nach rechts. Christian Lillinger. Achim Kaufmann. Und Robert Landfermann. Wir haben vorhin festgestellt, dass dieses Trio in diesem Jahr sein 10. Bestehen feiert. Eine langjährige Beziehung also. Und zusammengefunden habt ihr euch zum ersten Mal in Köln in einer Konzertreihe, die du, Robert, glaube ich, geplant hast. Wie kamst du auf die Wahnsinnsidee, mit diesen beiden ein Konzert zu machen, ohne sie vorher zu kennen? Also, das war eine Reihe im Kölner Loft, eine ganz tolle, spannende Spielstätte in Köln, wo ich immer so eine Art Blind-Date-Geschichte organisiert habe, also Musiker, die sich so noch nie zuvor getroffen hatten. Und Christian und ich, wir kannten uns schon lange, wir sind so in etwa eine Generation und... Ja. Genau. Und wir haben uns im Bundesjugend-Jazz-Orchester kennengelernt. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, eigentlich mehr oder weniger zusammen diese Reihe zu machen. Ich habe wenige Konzerte ohne ihn gemacht, die meisten mit ihm. Und ich glaube, wir waren beide einfach auch einfach große Fans von Achim und haben uns dann getraut, ihn zu fragen, ob er mit uns spielen mag. Und er mochte. Und es hat uns allen super Spaß gemacht und gut gefallen. Und dann haben wir auch dieses erste Konzert, was wir gespielt haben, das war im April 2009, haben wir dann auch aufgenommen und rausgebracht. Das ist dann als CD erschienen. Die wir unter anderem auch mit dabei haben. Das wollte ich eben auch noch sagen. CDs gibt es da drüben. Achim, war das so, dass ihr von Anfang an Stücke von dir gespielt habt, also Stücke, die du geschrieben hast? Oder habt ihr eher mit einer freien Improvisation angefangen? Wir haben tatsächlich an dem Abend nur improvisiert. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen erstens naheliegend. Wir haben uns zum ersten Mal in der Formation getroffen und wir improvisieren alle sehr gern, auch ganz frei. Und das war die naheliegendste Sache, dann das zu tun. Und beim Spielen oder hinterher beim Anhören haben wir festgestellt, dass es funktioniert auf Anhieb toll. Und es hat auch klangliche Komponenten, die also für mich in so einer Trio-Besetzung besonders waren oder neu waren. Und dann haben wir erstens beschlossen, diese Aufnahme von dem Abend zu veröffentlichen und zweitens natürlich weiterzumachen der Besetzung. Und nach bei Konzerten haben wir dann auch mal Stücke mit eingebracht. Anfangs nicht so viele und mittlerweile ist natürlich viel mehr. Mittlerweile gibt es bestimmt 15 Stücke, die wir spielen. Aber natürlich immer noch kombinieren mit Improvisationen. Manchmal, wir nehmen uns immer vor, wir wollen mal jetzt ein Set wieder ganz frei improvisieren. Ich hoffe, das kommt auch mal wieder noch mehr. Aber im Moment kombinieren wir das halt viel mit diesen Stücken. Das hat aber jetzt nichts mit dem Auftrittsort zu tun, also mit der alten Oper, dass ihr den Eindruck habt, hier darf man nicht improvisieren? Nee. Das nicht. Ich meine, wir haben jetzt eine kleine Tour von 4 Konzerten und wir haben einfach, das ist unser Programm, wenn man so will. Das ist einfach der Pool von Stücken, die wir spielen. Und wie gesagt, wir improvisieren auch. Wir haben ja heute auch frei angefangen. Und zwischendurch gibt es immer Dinge, die möglicherweise auch klingen, als wären sie Teil von einem Stück, die aber wirklich in dem Moment neu sind. So ein bisschen eben das Feeling vom ersten Mal, wo wir zusammengespielt haben. Das ist eigentlich immer noch so da. Finde ich. Christian, ich muss dich was sehr Eigenartiges fragen. Ich weiß nicht, ob du den slowenischen Komponisten und Posaunisten Vinko Globoka kennst. Nein. Macht nichts. Okay. Der hat ein Stück geschrieben, das hat den Titel Mein Körper ist eine Posaune geworden. Mhm. Wo er also darüber nachdenkt, was ein Musiker mit sich selber macht. Mhm. Könntest du irgendwann ein Stück schreiben, das heißt, mein Körper ist ein Schlagzeug geworden? Könnte ich natürlich, ist mir aber viel zu plakativ, ehrlich gesagt.
Also es ist wunderbar, natürlich das so zu äußern und zu manifestieren, aber ich glaube, bei mir geht es vielleicht, also ich weiß, worauf du ansprechen willst, weil ich sehr physisch bin vielleicht so. Ich meine, das brauche ich natürlich, um überhaupt dieses Energielevel zu halten, und ich nutze die große Welle, um Dynamik zu machen und nicht quasi die kleine Bewegung laut zu interpretieren. Das würde mir zu viel Kraft kosten. Wenn ich eine größere Welle mache, kommt der gleiche Sound raus, nur lauter, und ich kann auch viel länger das durchhalten. So, das ist halt total wichtig. Und so ein Stück Schreiben wäre dann so ein bisschen so das, quasi das, der Anfang und das Ende quasi. Danach ist es vorbei mit der Bewegung und der Komposition. Und das will ich nicht. Das sollte für immer eine offene Fragestellung bleiben, auch für mich, so wie ich mich zu bewegen habe, um den und den Zustand zu halten und weiter voranzutreiben und zu bringen. So, das ist schon die große Welle, das Wichtige, glaube ich, dass wir übrigens alle teilen. So, wir teilen ein Apparat an Musik und eine Bewegung. So, und das ist halt sehr körperlich auch, auf jeden Fall. Und genau, der Körper ist quasi auch Bestandteil des ganzen musikalischen Geschehens. Also bei mir in dem Fall auch. Ich glaube, das ist aber auch sowieso eine ziemlich gemeinsame Ebene im Trio bei euch. Also das ist eine sehr physische Musik macht, die eine sehr deutliche Beweglichkeit hat und die das auch hat, ohne dass es laut wird dabei. War mein deutlicher Eindruck. Also du bist wirklich in der Lage, eine enorme, ja, sagen wir jetzt mal, Nervosität zu erzeugen, ohne irgendwie laut zu werden. Ist das auch so eine physische Begabung? Weiß ich nicht. Also ich trainiere sehr viel diesbezüglich, auch so ein bisschen das überhaupt so steady zu halten auch natürlich. Das bedingt einer gewissen Übung und Routine natürlich. Aber neben dem ist es halt natürlich auch eine Kopffrage, so wo willst du hin und so weiter. Und da ist es halt, ich meine, ich sehe das halt groß und klein, sprich vogelperspektivisch auch manchmal. Das heißt, ich bin in der Lage, zur gleichen Zeit in der Materie mikro-timing-mäßig drin zu sein und das ganze Große nicht zu verlieren quasi. Ich muss zweimal hin und her switchen die ganze Zeit, um diesen großen Bogen nicht zu verlieren, und dann zoome ich mich wieder rein in die ganze Materie, um dann irgendwie Einfluss zu nehmen oder was dazu zu färben und dazu zu setzen und so weiter. Ja. Du bist ja in letzter Zeit auch verstärkt als Komponist unterwegs. Also du hast größere Ensembles, für die du sehr viel und sehr intensiv Musik schreibst. Ja, genau. Wie der Achim auch bei uns schreibt, so versuche ich auch natürlich Dinge zu manifestieren, die ich im Kopf habe, so in welche Richtung es gehen soll, wie es formal sein soll und so weiter. Genau, ich stelle quasi eine Thematik in den Raum. Und die wird dann natürlich diskursiv irgendwie auseinandergenommen und neu in Frage gestellt und neu verschaltet. So, das, was wir quasi mit diesem Ensemble auch so machen. Genau. Achim, wie schreibt man für so ein Ensemble, in dem insgesamt drei Musiker spielen, die sich alle ja nicht an die Kette legen lassen und die auch nicht unbedingt notengetreu das spielen wollen, was du geschrieben hast, oder tun sie das doch? Naja, das will ich ja selbst auch nicht. Ich spiele auch nicht so gern immer notengetreu. Im Übrigen, die zwei wahrscheinlich sogar besser als ich, notengetreu, was das angeht, weil teilweise gibt es da ziemlich rhythmische einige Komplexitäten, an denen wir auch durchaus gearbeitet haben. Aber ich finde es, naja, ich finde es interessant, als für Improvisierer zu komponieren. Die Frage ist, was lässt man weg oder was gibt man vor und was ermöglicht man, wo sagt man, das ist zwar eine Struktur, aber wir können uns von dieser Struktur wegbewegen. Das ist eigentlich genau das, was mich interessiert. Sowieso beim Komponieren für Ensembles. In der Regel schreibe ich ja eigentlich immer für Leute, die improvisieren. Also ich schreibe nicht wirklich für reine Interpreten, das wäre sicher auch interessant, aber es ist vielleicht eine andere Aufgabestellung. Hier ist die Aufgabestellung, was ist der Kern von einem Stück, was möchte ich vorgeben, was ist quasi die Identität und was kann dabei auch verändert werden. Und es kann, wir finden eigentlich selber bei jedem Konzert raus, dass man sehr viel noch verändern kann an einer Struktur. Und manchmal plötzlich wechseln die Rollen, plötzlich spielt Robert die Melodiestimme und ich muss dann in dem Moment
reagieren, was spiele ich? Spiele ich das mit? Spiele ich was ganz anderes? Oder spiele ich quasi dann seinen Part? Das ist im Grunde komponieren wir ja auch alle in dem Moment. Das heißt, wir komponieren die Stücke um oder komponieren mit den Stücken live auch. So, das ist eigentlich die Idee von dem Ganzen. In Echtzeit sozusagen, ja. Genau, wir sind alle daran beteiligt, dass es halt irgendwie weitergeht und es ist halt irgendwie, ja, und es baut halt alles auf Vertrauen auf natürlich. Wir spielen jetzt schon, wie gesagt, die 10 Jahre so und dann ist es halt auch manchmal so, dass Achim irgendwie ein anderes Stück anzettelt sozusagen, unerwartet und dann müssen wir halt darauf reagieren. Was setzt es voraus? Wir kennen das Stück, wir wissen ungefähr, wie es geht, wir wissen, wo wir uns Dinge rausnehmen können und wenn wir dann quasi mitten drin das übernehmen, dann muss auch wieder Achim auch auf uns wieder rückbezüglich reagieren und so weiter. Das ist ein permanentes Kommunikationsspiel, wenn man so will. Also genau genommen sind die Kompositionen, sagen wir mal, Verabredungen, was ungefähr man machen kann, machen würde und Verabredungen, die dann auch durchaus nicht immer eingehalten werden. Das ist ein Teil davon, aber es gibt natürlich Sachen, die schon ziemlich präzise fixiert sind, die wir dann auch so spielen. Die Verabredungen, eher ist es oft so, dass wir gar nicht so viele Verabredungen treffen in der Form Gestaltung der Stücke. Also es ist eher so, es gibt einfach Teil A, Teil B, Teil C, Teil D oder es gibt Element A, es gibt Element B. Wir wissen ungefähr, wie das klingt. Und wir spielen es manchmal wortgetreu, manchmal wird es abstrakter, aber wie wir jetzt von A nach B gehen oder wie wir von da zum nächsten Stück gehen, da gibt es dann plötzlich sehr viel Raum für Unvorhersehbares. Und man muss eigentlich jeden Moment dann entscheiden, sollen wir das jetzt nochmal spielen oder hören wir auf, gehen wir ganz woanders hin oder öffnen wir das oder gibt es eine Explosion oder Chaos oder Stille. Und da hilft eben die Erfahrung, die man als Improvisierer hat, dass man plötzlich diese Momente, wo man zufällig zusammen oder wo man durch gemeinsame Energie einen Stop kreiert oder irgendwas, dass man die Momente nutzt und dann plötzlich von dahin woanders hingeht oder aufhört. Also sind die Schlüsselbegriffe neben Komposition jetzt vor allem, sagen wir, Erfahrung und Vertrauen? Ja, das sind mit Sicherheit Schlüsselbegriffe, ja, auf jeden Fall. Bestandteil und natürlich permanent arbeiten auch daran, dass man sein Instrument natürlich insofern beherrscht, als dass man halt das Chaos auch organisieren kann. Es basiert nicht mehr auf Licks quasi. Man hat eine gewisse Grammatik gelernt und die schafft man es permanent zu neu zu formieren halt und weiterzuentwickeln in Echtzeit. So, genau. Robert, du stehst zwischen den beiden. Hat das zur Folge, dass du eine Art Vermittlerrolle spielst oder bist du genauso wild drauf wie die beiden auch? Das muss jemand anders beurteilen. Sicherlich ist im traditionellen Sinne gesehen der Bass gewissermaßen hat die Verbindungsrolle zwischen dem Rhythmus und der Harmonie, der Melodie vielleicht. Und das ist eine Struktur, die natürlich immer noch Bestand hat und mit der wir natürlich auch spielen, die vielleicht mal aufzubrechen oder auch strikt einzuhalten. Wenn jemand von Ihnen noch eine Frage hat oder einen Beitrag, dann möge er ihn jetzt äußern. Oder für immer. Genau. Oder eine CD kaufen zum Beispiel. Ich warte noch einige Sekunden. Scheint nicht der Fall zu sein. Also dann möchte ich Ihnen sehr herzlich danken dafür, dass Sie hier waren, dass Sie sich das Konzert und unser Gespräch angehört haben. Ich hoffe, Sie gehen genauso bereichert nach Hause wie ich. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend noch und vermeide das Wort Helau. Vielen Dank.